Ja, wir als Generali-Versicherung stehen für die regionale Maklerbetreuung vor Ort und dass wir unseren Vertriebspartnern professionelle Vertriebsstories an die Hand geben. Wir als Interversicherungsgruppe stehen für unsere Makler in erster Linie mit Qualität und Service. Als BDRI kennen wir die Bedürfnisse unserer Versicherungskunden im Ausland und brauchen Versicherer, die bereit sind, unsere innovativen Produktideen umzusetzen. Für die Heidelberger Leben ist der Makler das wichtigste Glied in der Kette, da wir ausschließlich mit Maklern zusammenarbeiten. Für die DASG bedeutet professionelle Maklerunterstützung erstens, die Makler von unnötigem Verwaltungsballast zu befreien und zweitens, deren Vertriebsaktivitäten zu unterstützen. Guten Tag und herzlich willkommen in Berlin. Unser heutiges Thema bei MeinGeld TV: Was tun Versicherungskonzerne für ihre Berater? In den letzten 20 Jahren ist der garantierte Zinssatz bei Versicherungsgesellschaften von 4% auf 1,75% gesunken. Kann man mit solchen Prozenten eine Altersvorsorge vertreten, obwohl der Zinssatz weit unter der Inflationsrate liegt? Welche Unterstützung und Alternativen brauchen Berater heute, um adäquate Produkte anzubieten? Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Versicherungsgesellschaften ihre Vermittler auf die Regulierung vorbereitet haben und ob es Neuerungen in den Abwicklungssystemen gibt. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren ersten Gast heute, Herrn Andreas Oppitz, Gründer und Geschäftsführer der BDAE-Gruppe, Herrn Michael Böck, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Assicurant Service GmbH, Herr Ralf Menningheim, Leiter Vertrieb Deutschland der Heidelberger Lebensversicherung AG, Herrn Peter Schelinski, den Landesdirektor Maklervertrieb der Interversicherungsgruppe und Herrn Jörn Breyer, Leiter Vertrieb Deutschland der Generali Versicherung. Herr Menningheim, wo sehen Sie als Versicherungskonzern die größten Probleme bei den Regulierungen? Also als Versicherungskonzern sehen wir da weniger Probleme. Persönlich habe ich allerdings eine Meinung zu der Geschichte. Probleme für den Makler sehe ich schon, dass es mittlerweile tendenziell aus meiner Sicht zu einer Überregulierung kommen könnte. Denn Regulierungen treiben dann politisch immer in eine gewisse Richtung. Im Moment haben wir den 34F, der ins Haus steht, natürlich nur für Investments, für reine Investments und noch nicht für Fondspolicen. Wir beobachten das natürlich aus unserem Haus schon dann auch kritisch, wo geht es denn hin? Dankeschön. Herr Böck, wie sehen Sie das? Ja, es ist ja leider so, dass die Regulierung immer mehr zunimmt. Wenn man es mal genau betrachtet, sind aber alle Regelungen, Gesetze, die in den letzten Jahren verabschiedet wurden und die da aller Wahrscheinlichkeit noch auf uns zukommen werden, letztendlich nichts anderes wie Verbraucherschutzgesetze. Man muss sich ja einfach die Frage stellen, warum sind die Dinge so gekommen? Da hat die Branche, denke ich, über viele Jahre auch ein Stück weit selbst dazu beigetragen. Was schätzen Sie, welche Unterstützung ein Vermittler für seine Arbeit heute tatsächlich braucht, Herr Breyer? Ich glaube, das ist sehr vielfältig. Man kann doch nicht sagen, der Vermittler, was der Vermittler braucht, sondern es gibt unzählige verschiedene Vermittlungsorganisationen am Markt. Es gibt Vertriebe, es gibt den klassischen Einzelmakler, es gibt große mittelständische Maklerbüros. Und da muss man gucken, dass man zielgerichtet auf diese Segmente seinen Service ausrichtet. Und wenn man professionellen Maklervertrieb machen möchte in allen Segmenten und sich nicht auf einzelne konzentrieren will, muss man in allen Bereichen den Makler letztendlich was zur Verfügung stellen. Plus, was ich auch als unsere Strategie sehe, plus letztendlich auch regionale Ansprechpartner vor Ort, die wirklich unmittelbar auch helfen können. Wie ist Ihre Philosophie in der Zusammenarbeit mit den Pools, Herr Menningheim? Philosophie ist natürlich immer so ein Thema. Wir arbeiten sehr gerne mit Pools zusammen, obschon es natürlich da, wie überall im Vertrieb, auch immer wieder solche und solche gibt. Was wir festgestellt haben, ist, dass wenn man oft die Abgleiche fährt, welcher Makler denn bei welchem Pool eine Verbindung hat, dann ist es bis zu 5 Anbindungen, stellen wir fest. Das heißt, er macht so eine Art Picking. Er guckt halt, wo kriege ich das Beste. Also man kann es natürlich als Gesellschaft nicht steuern. Ja, ich glaube, kein Versicherer kann sich der Zusammenarbeit mit dem Pools erwehren. In der Grundausrichtung bei uns ist es so, mit der Maklerbetreuung vor Ort sind wir in der Hauptsache in der Zusammenarbeit mit dem kleinen und mittleren Makler tätig. Selbstverständlich haben wir auch die Zusammenarbeit mit dem Pools. Das steuern wir zentral im Intermakler-Service in Mannheim, weil umso mehr Zwischenstationen Sie noch dort haben, umso schwieriger wird es auch, denn der Pool fordert in der
Regel doch sehr viel Fachwissen ab, auch sehr viel Technik. Hinzu kommt, wie Sie schon sagten, auch der monetäre Anteil. Seit 1.4. haben wir dann auch noch die Regulierung in der Krankenversicherung. Das trifft natürlich insbesondere die Pools sehr stark. Es ist also relativ schwer, dem Pool jegliche Wünsche zu erfüllen, die sie dann haben, denn der Pool muss letztendlich auch Geld verdienen. Okay. Wollen Sie was dazu sagen, Herr Böck? Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist meine feste Überzeugung, dass man als Versicherer, als Produktgeber in Zukunft auf eine Zusammenarbeit mit einem Pool gar nicht mehr verzichten kann. Warum schließen sich so viele Makler an Pools an? Das muss ja Gründe haben. Und ich glaube, es ist nicht mehr nur, das gibt es natürlich auch, das sind dann diejenigen, die 5, 6 Pool-Anbindungen haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Art von Klientel keine Zukunft haben wird im Vertrieb. Bei uns beispielsweise, Frau Hergewald, ist genau umgekehrt. Wir haben keinen einzigen Makler, der mit 5, 6 Pool-Verbindungen arbeitet, sondern unsere Philosophie ist tatsächlich, mit Vertriebspartnern zu arbeiten, die ihr komplettes Geschäft über uns servicieren oder den Löwenanteil darüber servicieren. Wollen Sie noch ganz kurz Ihre Erfahrungswerte sagen mit Pools? Wieder mal Spezialanbieter, da sind Pools besonders interessant, weil man dort mit wenigen Ansprechpartnern eine sehr hohe Multiplikatorenwirkung hat. Wir können über die Pools eben mit unserem Spezialwissen, mit unserem Spezialangebot auf den Messen, auf den Roadshows sehr viele Makler überhaupt erstmal dafür sensibilisieren, sich mit dem Thema Ausland auseinanderzusetzen oder statt die Arme zu heben, zu sagen, habe ich keine Ahnung, sich doch mal zu trauen, zu sagen, Mensch, da gibt es doch den BDAE, dann und meine Poolgesellschaft hat ja eine Anbindung, also werde ich mich mal an den wenden. Stellt sich die Frage, wie sieht die Zukunft der Ausschließlichkeitsvertriebe in Deutschland aus? Ja, das ist eine gute, spannende Frage. Die Ausschließlichkeit war ja schon viele Jahre lang totgesagt. Ja, das stimmt. Ich sehe aber da ja, parallel zu anderen Vertriebswegen eine gute Zukunft. Ich glaube, dass gerade für Geschäftspartner, die in normalen Bestandsgrößen arbeiten, die Ausschließlichkeit viele Vorteile hat. Man muss natürlich Fan davon sein. Man muss sich zu einer Marke bekennen können. Das ist ja letztendlich auch ein Markenvertrieb. Man muss die Prozesse mögen, man muss die Ansprechpartner schätzen und man muss logischerweise auch das, was mitgegeben wird, für sich nutzen können. Wir als Generali bewegen uns ja in der Multikanalstrategie, wie man es ja neudeutsch so sagt, dass wir allen oder vielen Vertriebswegen letztendlich auch angebunden haben. Und ich sehe dafür alle, wenn man sie professionell managt und professionell begleitet, eine hervorragende Zukunftsaussicht. Was sagen Sie? Das, was ich vorher schon mal gesagt habe, also wir sind da offen, sehen da keine Problematik, finden das natürlich gut, wenn die Pools Partnerschaft als Partnerschaft begreifen und wir das Invest, das wir da tätigen, egal ob monetär oder auch im Wissenstransport, wenn man das dann eben auch wieder zurückbekommt, deswegen, also ich glaube nicht, dass Pools zurückgehen werden. Ich glaube, so ein Pool kann eine Heimat für so jemand sein, der trotzdem unabhängig beraten will und sich die besten Produkte aus dem Markt für seinen Kunden suchen möchte. Und da, denke ich, könnte so ein Pool so ein bisschen dazwischen stehen. Ja, ich denke auch zum Thema Ausschließlichkeit noch mal ergänzen. Ich glaube auch entscheidend ist, was man für eine Ausschließlichkeit aufbaut. Bei der Generali geht man sehr stark in die unternehmerische Partnerschaft. Klar, eine Marke, Generali. Aber dass man auch da wirklich die Unternehmerzellen vor Ort fördert und weiterentwickelt. Lassen Versicherungsgesellschaften Bestandsübertragung zu, wenn man aus der Ausschließlichkeit in die Maklerschaft will? Und wenn ja, wird auch die Bestandspflege in Sach beachtet, sowie auch die Dynamik im LV-Bereich berücksichtigt? Herr Schilinski, wie ist es denn? Also für alle Versicherungsgesellschaften kann ich logischerweise nicht sprechen, aber für die Intergruppe kann ich sagen, dass wir das selbstverständlich zulassen. Sollte ein Ausschließlichkeitsmitarbeiter das Verlangen haben, Makler zu werden und er unser Unternehmen verlässt, um dann eben Makler zu sein und hier seine Bestände mitnehmen will und dann die entsprechenden Makleraufträge vorlegt, dann werden selbstverständlich die Bestände dem Makler übertragen und er kann dann über die Bestände verfügen und hat dann logischerweise auch die Bestandspflege. Warum, Herr Schilinski, werden Beitragsrückerstattungen immer noch in Schecks ausgezahlt? Ich vermute mal, dass es zweierlei Gründe haben kann. Also für die Intergruppe ist es so, dass wir das überweisen. Wenn Sie aber Selbstständige haben und Sie buchen die Beiträge vom Konto der Selbstständigen ab, können Sie dahin nicht die Beitragsrückerstattung erstatten. Das will er unter Umständen nicht, weil es sein Geschäftskonto ist. Wenn Sie aber sein Privatkonto nicht haben, schicken Sie ihm Scheck zu.
ist die Fondspolice ein Tarif, der noch seine Berechtigung hat im deutschen Markt? Und wenn dann ja, welche, Herr Mennigheim? Also wir sehen gerade jetzt im derzeitigen Zinsumfeld und in den, wenn Solvabilitätsregulierungen weiter ins Hause stehen, gerade jetzt die Fondspolice wieder hochinteressant an. Gerade die Heidelberger Leben, die sich spezialisiert hat auf Fondspolicen. Wenn die Portfolios sauber aufgestellt sind, dann können Sie ja durch Backtestings gucken, wie sich diese Portfolios entwickelt hätten, die wir ja mit Morningstar zusammen aufgesetzt haben. Ist ja kein Unbekannter auf dem Markt. Und wir sehen das, wenn wir die ganzen Szenarien drüber laufen lassen, so, dass wenn der Kunde eben, sagen wir mal, Garantie getriggert ist und dann ein ausgewogenes oder defensives Portfolio nimmt, dass er auf jeden Fall immer über diesen 1,75 lag. Würden Sie sagen, dass Sie mit diesem Tarif, den Sie haben bei der Heidelberger Leben, dass Sie, also mit der Konstellation des Tarifes, dass Sie da vielleicht sogar Marktführer sind oder zu den Besten gehören? Also das können wir mit Fug und Recht mittlerweile behaupten, da wir, so wie ich es jetzt weiß, und da habe ich vorhin die Runde geguckt, fast der Einzige sind, der noch am Markt ist, mit dem Thema Fondspolice. Und hier haben wir schon auch im Bestand eine Vormachtstellung auf dem Markt. Personen, die für eine mittel- oder bis langfristige Zeit ins Ausland gehen, wollen oft und gewöhnlicherweise ihre laufende Kranken- und Pflegeversicherung ruhig stellen. Herr Oppitz, Sie sagten, viele Kassenversicherer lehnen dieses jedoch ab. Wie ist es denn tatsächlich? Ja, es wird zum einen wird's nicht überall praktiziert, es wird nicht gern gesehen. Das größte Problem, was wir dabei sehen, ist, dass man keine Garantie hat, dass für die gesamte Zeit des Auslandsaufenthaltes diese Anwartschaft, wie man das ja auch nennt, auch wirklich verlängert wird. Also in der Regel bekommt man, so kann man so einen Antrag stellen, dass eine Krankenversicherung ruhend gestellt wird. Wenn dem dann entsprochen wird, dann ist die erste Frage, unter welchen Konditionen, wie lange kann ich das machen? Und wenn das Ganze dann beendet wird und der Versicherer nicht bereit ist, das fortzusetzen, wenn er es überhaupt vorher gemacht hat, dann steht der Versicherte unter Umständen vor einem großen Problem. Und da wäre es schon wünschenswert, wenn die Bereitschaft oder wenn das muss ja nicht unbedingt an den Versicherer gehen, da ist vielleicht sogar eher der Gesetzgeber gefragt, wenn es da bessere Möglichkeiten gäbe, solche Anwartschaften sehr viel flexibler zu handhaben. In der Pflegeversicherung ist es ohnehin ein Problem, weil es dort die Anwartschaften gar nicht mehr gibt. Die sind abgeschafft worden. Die gesetzliche darf es, die private darf es nicht. Thema des Roundtables war, was tun die Versicherungskonzerne für ihre Berater? Und ich möchte die Frage an Herrn Breyer zurückstellen, was tut die Generali für ihre Geschäftspartner? Ja, es ist eine intensive Frage, die ich jetzt in einem langen Referat beantworten kann. Ich möchte versuchen, mich kurz zu fassen. Einmal natürlich den Bereich Service weiter optimieren. Das heißt, dass die Geschwindigkeit der Dokumentierung und die Geschwindigkeit der Problemlösung weiter voranschreitet. Dann ganz wichtig natürlich die Produkte permanent auf hohem Niveau halten. Aber auch die Fortentwicklung der Biometrie- und Altersvorsorgeprodukte hin zur Optimierung von betrieblichen Altersversorgungsprodukten. Szenarien, damit man letztendlich weiter am Markt gemeinsam erfolgreich sein kann. Sogar vielleicht ein bisschen voraus. Was macht Interversicherung? Ja, die Inter hat vor 3 Jahren begonnen, sich vertrieblich neu aufzustellen, umzustrukturieren. Wir haben jetzt im Mai im Krankenversicherungsbereich unseren neuen Qualitätstarif Qualimed rausgebracht. Wir haben jetzt im Arztbereich für die Studenten Zahnmedizin, Humanmedizin einen neuen Tarif herausgebracht. Wir haben unsere Tarifwelt umgestellt im Basis-, Exklusiv- und Premium-Bereichen in allen Sparten. Wir haben bis vor kurzem Assicurata im Haus gehabt. Die haben uns mit einem guten Rating bescheinigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um uns dann für unsere Vertriebspartner weiterhin positiv aufzustellen. Wunderbar. Wo geht denn die Heidelberger Leben hin? Also die Heidelberger Leben wird für die Geschäftspartner und für den Kunden weiter das Thema Fondspolice treiben und immer an diesem Prozess weiter qualitativ arbeiten, um hier weiter die Marktführerschaft ausbauen zu können. Zusätzlich greifen wir jetzt aktuell ein Thema auf, was aus meiner Sicht so am Markt noch nicht besonders groß getrommelt wurde. Und zwar wollen wir unsere Partner in der Bestandserhaltung unterstützen. Denn alles redet vom Neugeschäft. Wir wissen aber auch, dass aufgrund demografischer Faktoren etc. Neugeschäft nur bedingt vorhanden ist und der Markt sehr, sehr eng ist. Wie können wir den Geschäftspartner helfen, seine Bestände zu sichern? Dankeschön. Ich erlaube mir kurz, Herr Oppitz. Naja, ich habe schon gesagt, dass wir
Wir sind als BDA kein Versicherungskonzern, aber wir sind ein Kind der Globalisierung. Und wir merken, dass es mehr und mehr das Interesse am Ausland zunimmt, wollen aber trotzdem die Vorteile einer doch recht guten Absicherungsmöglichkeit in Deutschland weiter nutzen. Und wir wachsen und es geht uns gut deswegen, weil dieses Thema immer interessanter wird. Und da denken wir, dass wir das auch dem Markt dann vermitteln müssen. Deswegen wollen wir voraussichtlich Ende des Jahres damit anfangen, Maklern auch die Möglichkeit zu bieten, sich mehr mit den rechtlichen Randbedingungen eines Auslandsaufenthaltes auseinanderzusetzen. Herr Dirk, Sie sind ja kein Versicherungskonzern, Sie kümmern sich um Service von Maklern. Ja gut, wir haben ja, Frau Hegewald, vor etwas mehr als einem halben Jahr die Deutsche Assekuranzservice genau aus dem Grund ja gegründet, um Maklern zu helfen, ihnen das Leben zu erleichtern, ja, also ihre Probleme in den Griff zu bekommen in der Verwaltung, im Vertrieb. Da wird ein gigantischer Bedarf entstehen in der Zukunft, denn es wird nicht leichter. Und genau das setzen wir an mit den Themen der Zeit. Das war der Roundtable zum Thema, was tun Versicherungsgesellschaften für ihre Berater?